Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich ganz sehr, den Fabian von Lebenskraft pur wieder hier neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Fabian. Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Und heute möchte ich, also ich habe ja schon einige Videos mit dem Fabian gemacht, die gibt es ja schon auf dem Kanal, da haben wir über Mikroalgen gesprochen, über Chlorophyll auch ein Video gemacht und über Moringa auch. Ja, bietet ja auch bei Lebenskraft pur ganz tolle grüne Pulver und grüne Presslinge an. Das ist ja immer so, sind so vor allem meine Favoriten, die ich auch schon seit Jahren gern verwende. Und ihr habt jetzt zwei neue grüne Produkte oder seit einiger Zeit, die ich jetzt auch gerade teste. Ihr habt einmal die Urkraft und einmal flüssiges Chlorophyll. Und ich habe das ja immer mal thematisiert, Chlorophyll, Wildpflanzen, grüne Lebensmittel, warum die so wichtig sind. Und gerade Chlorophyll ist ja auch eine Substanz, so die lebensspendendste Substanz, die wir eigentlich hier auf diesem Planeten haben. Sie kann unser Blut reinigen, die Entgiftung unterstützen, auch die Wundheilung unterstützen, das Verdauungssystem mit reinigen. Und was viele ja gar nicht wissen, dass Chlorophyll ja unserem körpereigenen Farbstoff, dem Hämoglobin, sehr ähnlich ist. Die sind beide fast identisch aufgebaut, außer der Unterschied ist, Chlorophyll ist an Magnesium gebunden und das Hämoglobin an Eisen. Und damit kann man dann auch, es gibt auch zum Beispiel Untersuchungen, dass Menschen, die eigentlich eine Bluttransfusion gebraucht hätten, wenn man denen viel Chlorophyll gibt, dann baut sich wieder gesundes Blut auf. Und das ist halt auch sehr interessant. Und ja, seitdem ich einfach grün regelmäßig integriere, sei es flüssig, also mit frisch gepressten grünen Säften, auch mit Wildpflanzen oder selbstgezogenen grünen Sprossen oder eben mit grünen Pulvern von euch, also es merkt einfach schon, dass das die Vitalität unterstützt und möchte das nicht mehr missen. Und deswegen möchte ich meinen Zuschauern heute mit dir heute über die zwei neuen Produkte sprechen, dass du die einfach mal vorstellst. Und genau, wir fangen mal mit der Urkraft an. Also was bedeutet Urkraft? Aus welchen Zutaten ist sie zusammengesetzt und was bewirkt das? Was ist das genau für ein Produkt? Ja, also der Name ist ja schon wirklich so urig, ja. Also haben wir extra bewusst so auch gewählt, weil es ist im Prinzip so ein urzeitlicher Mineralienkomplex, ne, sagen wir einfach dazu. Der besteht aus zwei Komponenten an der Stelle. Das ist einmal die Afa-Alge, was eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar keine Alge ist, sondern ein Cyanobakterium. Und aus der Mikroalge Phytoplankton. Also es besteht aus zwei Komponenten an der Stelle. Ich würde auch nochmal jetzt gleich am Schluss von dieser Frage nochmal drauf eingehen, was die einzelnen Komponenten genau machen, aber vielleicht einfach mal so ein bisschen allgemein abgerissen. Beide Komponenten liegen in 100% Rohkostqualität vor. Da legen wir auch immer, weißt du ja, auch sehr großen Wert drauf, dass da auch die Rohkostqualität vorhanden ist, eben drum, damit wir die Enzyme und die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, damit einfach das noch am Leben ist und auch unseren Körper versorgen kann. Ganz wichtig an der Stelle, wie bei allen Algen, ist immer noch natürlich die Schadstoffkontrolle an der Stelle. Die haben wir da auch gewährleistet und mit Hilfe modernster Technologien haben wir es tatsächlich geschafft, eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit auch zu gewährleisten, was eben auch immer wichtig ist, damit wir die Vitalstoffe auch im Körper aufnehmen können. Also Bioverfügbarkeit sagt ja immer, wie kann mein Körper quasi das Ganze aufnehmen. Und da haben wir eine ganz tolle und hohe Bioverfügbarkeit einfach in diesen zwei Produkten gewährleistet. Gehe ich auch nochmal gleich drauf genauer ein. Ja, was zeichnet jetzt die Urkraft aus? Es ist wirklich ein enormes Vitalstoffspektrum an der Stelle. Das ist auf jeden Fall zu erwähnen. Die ergänzen sich auch perfekt, ne? So diese zwei Urkraft, wie soll ich sagen, Bewohner. Ja, also die sind ja auch schon seit Jahrtausenden hier auf der Erde auch zu Hause. Und haben so ein bisschen Synergieeffekte auch gegeneinander oder zueinander. Deswegen haben wir die auch kombiniert an der Stelle. Machen wir ja grundsätzlich so in der Naturheilkunde, ist es ja immer so, dass man versucht, über Synergieeffekte nochmal ein bisschen Mehrwert zu erzeugen. Ja, das ist ja oftmals so die Taktik, auch jetzt zum Beispiel sieben Kräuter nach Bertrand Heidelberger. Der hat halt einfach auch festgestellt, dass wenn er die sieben Kräuter kombiniert, dass er dann eben sogar noch ein bisschen mehr davon hat, als wenn er jetzt die einzelnen. Aber natürlich ist auch, bist du ja auch ein Verfechter davon, auch von dieser Monokost so ein bisschen, ne? Oder kann einfach mal zu gewissen Zeiten auch sehr gut sein, weil es dann auch leichter für den Körper ist, das Ganze zu verdauen und aufzunehmen. Es gibt da immer für beide Varianten einfach Anwendungsgebiete. Ne? Ich sage jetzt nicht, das eine ist schlechter als das andere, sondern es kommt drauf an. Ne? So sollte man es laut Naturheilkunde klassischerweise sehen. Genau, dann haben wir noch das Thema Verdauungssystem. Du hast es ja eben auch schon im Intro angesprochen, dass Chlorophyll da einen total positiven Effekt auch hat. Und so ist es auch bei dem Urkraftessenz.
Gerade Leute, die vielleicht noch ein bisschen ein schwaches Verdauungssystem haben, denen kann das gut helfen. Denn gerade auch Phytoplankton trägt eben ja bei einer Ernährung auf zellulärer Ebene einfach bei. Also wir können es sehr, sehr gut verstoffwechseln, weil die wirklich super klein sind. Also da komme ich auch noch nachher drauf. Ich weiß gar nicht mal, beim Phytoplankton oder Algen sind sehr, sehr, sehr klein und kommen dadurch extrem gut in die Zellen rein und auch durch den Darm durch. Dann haben wir natürlich noch ein enormes Spektrum an Chlorophyll, das ist ja schon erwähnt, das grüne Pflanzenblut, eins meiner Lieblingsthemen. Und bei der Afa-Alge haben wir noch das Phycocyanin, das ist im Prinzip ein sehr hoher Gehalt an diesem Stoff, da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Das ist im Prinzip dieses, bei der Afa-Alge dieses blau glitzernde, was man mit dem Auge erkennen kann, das ist das Phycocyanin. Genau. Also dieses blaue Pigment, kann man einfach sagen. Und dem werden auch antioxidative Eigenschaften nachgesprochen, entzündungshemmende Eigenschaften, auch antiallergische Eigenschaften, das ist auch ein sehr spannendes Thema, und auch eine gewisse Immunsystem-Effekt, also ein positiver Effekt aufs Immunsystem, wird eben diesem Phycocyanin auch noch nachgesagt. Beide Pflanzenstoffe, also das Chlorophyll und das Phycocyanin, haben entgiftende, reinigende Eigenschaften. Du hast das ja auch schon kurz angesprochen. Das kennen wir ja klassischerweise jetzt von der Chlorella-Alge oder auch Spirulina an der Stelle, aber das haben wir hier auch vorliegen. Das liegt einfach am Chlorophyllanteil. Wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz auf die zwei Komponenten so im Einzelnen eingehen, was machen die? Ne? Das ist ein Phytoplankton, könnte man sagen, dass es ein einzelliger Mikroorganismus ist. Es hat einen sehr hohen Gehalt an Spurenelementen, essentiell mehrfach ungesättigten Fettsäuren, DHA und EPA, das sind ja so die Klassiker, ne? Diese Omega-3-Fettsäuren. Es hat sehr hoher Gehalt dabei, das ist für eine Alge echt schon erstaunlich, wie hoch der ist an der Stelle. Wir haben Chlorophyll, wie gerade schon gesagt, wir haben essentielle Aminosäuren, wir haben Beta-Carotin, wir haben Antioxidantien, Nukleinsäure, Phytonährstoffe und ein ganzes Spektrum an Vitaminen. Also es ist wirklich eine Vitalstoffexplosion, kann man hier wirklich sagen, wo wir im Phytoplankton vorfinden können. Aber ich finde, am interessantesten ist dieser EPA- und DHA-Gehalt, weil das ist, da sticht es so ein bisschen raus unter den Algen einfach. Ne? Und das ist ja so, gerade jetzt sage ich mal auch, in der veganen Szene auch sehr, sehr wichtig, dass man da schaut, dass man eben diese Fette, diese guten Omega-3-Fettsäuren auch zuführt über die Ernährung, weil es ja, sag ich mal, jetzt in der in der allgemeinen Ernährung ein bisschen leichter fällt, weil man da eben dann zum Beispiel noch Fisch isst oder ja, Fleisch und so weiter, wobei Fisch ja dann die Omega-3-Fettsäuren sind. Von daher ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch gerade für Veganer zum Beispiel. Und dann eben noch diese zelluläre Bioverfügbarkeit, von der ich gerade gesprochen habe. Das ist nämlich super interessant. Da gibt es einen kleinen Fakt. Ne? Dieses Phytoplankton, das ist 5-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Mhm. Also das ist super, super klein. Und damit ist es in der Lage, die Zellen auf eine wirklich einzigartige Weise auch zu durchdringen und zu nähren. Also das haben wir wirklich selten an der Stelle, dass wir so auf dieser kleinen Mini-Ebene wirklich durch die Zellen durchkommen. Und das haben wir mit dem Phytoplankton. Also 5-mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Ich finde es total beeindruckend irgendwie. Es ist eine einzellige Alge. Also es ist kein Mehrzeller, sondern wirklich nur einzellig und eine Nährstoffquelle einfach, wie schon eben besprochen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind total spannend vor allem. Und es kann, man sagt ihm nach, für geistige Klarheit, Energie und eben eine positive Stimmung einfach ein bisschen sorgen. Das ist so, was man so in der Naturheilkunde über dieses Phytoplankton sagt. Besonderheiten von der Afa-Alge noch vielleicht ganz kurz. Die Afa-Alge ist ein Cyanobakterium, also keine wirkliche Alge, sondern so ein Cyanobakterium. Es hat auch ein enorm breites Spektrum an Nährstoffen, so ähnlich auch wie der Phytoplankton. Vor allem aber, wenn man jetzt herausheben will, sind es die Vitamine B12, B1, Vitamin K, auch sehr hoch an der Stelle. Diverse Spurenelemente, Aminosäuren und auch da die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also auch wiederum diese Omega-Fettsäuren auch enthalten. Vielleicht nicht so ganz so hoch wie im Phytoplankton, aber auch noch ein nennenswerter Anteil. Ja, der Afa-Alge wird auch eine stabilisierende und regulierende Funktion des Nervensystems nachgesagt.
Also sprich, es kann im Prinzip die körperliche oder bei körperlichen emotionalen Stresssituationen unterstützen. Von daher wird auch die Afferalge, hat so ein bisschen den Ruf, super Nahrung oder super Food für das Gehirn und für das Nervensystem zu sein. Also das ist so der größte, die größte Besonderheit an der Stelle. Und wie vorhin schon angesprochen, die Afferalge hat einen sehr hohen Anteil an diesen Phycocyaninen, und das sind diese sekundären Pflanzenstoffe, die dafür verantwortlich sein sollen. Zusätzlich werden dem auch noch entzündungshemmende Eigenschaften nachgesagt, antioxidative und antiallergene Eigenschaften. Es gab sogar ein klinisches Experiment, fand ich auch sehr spannend. Da wurde eben Afferalge gegeben und das angeborene adaptive Immunsystem wurde dabei unterstützt. Also das wurde einfach gestärkt, hat man festgestellt, durch dieses klinische Experiment einfach. Und da wurden eben auch die Leukozyten positiv beeinflusst. Die sind ja eben auch zum Großteil auch fürs Immunsystem verantwortlich. Und von daher, das wurde da festgestellt, dass es einen sehr positiven Effekt darauf hat. Also es gibt sogar bei der Afferalge auch schon sehr positive Untersuchungen. Die kommen ja meistens nur leider wenig in unseren Breitengraden an, aber da gibt es schon einiges. Und auch da bei der Afferalge natürlich ganz, ganz wichtig, auch eine hervorragende, geprüfte Qualität auch zu haben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig an der Stelle. Haben wir gemacht. Ja, gut, dass du es erwähnst, lieber Fabian, weil es gibt ja auch immer mal kritische Stimmen zur Afferalge. Nicht unbedingt zu dem Produkt selber, sondern zu der Anbauweise, dass das gar nicht so unserer Gesundheit zuträglich ist, auch wegen der Verschmutzung des Sees, wo sie herkommt. Was kannst du dazu sagen? Ja, absolut. Also das ist bekannt. Das war uns auch bekannt. Deswegen aus dem Grund habe ich auch lange Zeit eher ein bisschen so Abstand davon gehalten, weil ich das halt eben auch immer mal wieder irgendwo gehört habe, aber ehrlicherweise auch nie jetzt mal verfolgt habe und geprüft habe. Aber dann wurde einfach die positiven Eigenschaften von dieser Afferalge immer präsenter. Und dann habe ich mal gedacht, komm, jetzt nimmst du dir mal die Zeit. Und dann haben wir mal mit unserem Einkaufsteam auch geschaut und auch geguckt, wie sieht's denn da eigentlich wirklich aus. Und wir konnten dem jetzt tatsächlich vorab als Fazit sagen, dass wir da nichts gefunden haben. Da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein, was denn da genau vorgeworfen wird. Und wir konnten das aber aufgrund unserer Analysen, wir haben da wirklich sehr, sehr stark auch dann geschaut und geprüft, auch mehrfach mit mehreren Laboren auch gearbeitet und haben das nicht bestätigen können. Also vielleicht ganz kurz, die Afferalge, die wächst ja quasi wild, ne? Die wächst ja nur an diesem einen See, das ist der Klamathsee in Oregon, also in der USA. Und die wächst da in unberührter Natur, ja, es ist wirklich dieser wilde See, die wächst da ganz wild, und das liegt, Oregon oder dieser Klammersee, der liegt in einem Nationalreservat und ist auch von vulkanischen Bergen quasi da im Prinzip so umschlossen, geothermische Quellen gibt es da, wirklich auch viele Bäche, und das ist eigentlich ein wirkliches Naturgebiet. Und in dieser Umgebung ist natürlich auch ein enormer Reichtum an Mineralstoffen vorhanden, eben auch allein durch dieses Vulkangebiet und so weiter. Ne? Also bei Vulkanlandschaften weiß man ja, dass da dann eben, sagen wir mal, auch der Boden sehr, sehr fruchtbar ist, weil natürlich unheimlich viele Mineralien, Spurenelemente, auch die seltenen, da sehr stark vorzufinden sind. Und das macht dann auch die Alge natürlich so interessant an der Stelle. Ja, und diese Stimmen, die da so ein bisschen negativ klingen, da geht es dann immer um den Mykocystein-Gehalt. Das ist einfach so ein bisschen ein Gift, was die Cyanobakterien produzieren. Und von daher haben wir sehr, sehr stark auch auf diesen Gehalt geschaut, der dann auch zu aller möglichen Dingen führen kann, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter. Und haben dann aber auch tatsächlich über eine primäre Laboranalyse das auch geprüft und können garantieren, dass der eben wirklich komplett unbedenklich ist. Bei unserem Produkt, also ich kann jetzt nicht für alle Afferalgen sprechen, aber wir haben das sehr, sehr effizient geprüft und geschaut, und da war wirklich überhaupt keinerlei Bedenken an der Stelle. Wir haben auch ein Riesenspektrum an anderen Schadstoffen geprüft, Schwermetalle und so weiter, weil es ja dann auch mal hieß, ne, das sind so Industrieanlagen außenrum, die da ihre Gift reinkippen oder sowas. Wir konnten es einfach nicht feststellen. Ne? Also es war wirklich nichts verunreinigt, gar nichts. Die Werte waren wirklich tipptopp. Also ich habe selten so gute Werte wirklich gesehen.
Ja, und dann haben wir eben auch noch durch dieses Verarbeitungsverfahren, da arbeiten wir eben auch mit einem Partner zusammen, der ein super einzigartiges und patentiertes Trocknungsverfahren auch hat, was dann eben auch diese schonende Trocknung in Rohkostqualität auch unterstützt. Mhm. Und das hält natürlich den ursprünglichen Nährstoffgehalt dann auch sehr, sehr gut zusammen. Natürlich ist immer ein kleiner Verlust dabei, das hat man ja immer, aber sehr, sehr minimal. Und genau, das ist im Prinzip von daher auch eine super Qualität und auch ein sehr hoher Anteil von diesen Phycocyaninen, die ja diese positiven Eigenschaften quasi, wo man untersucht hat, dass sie dir dann auch bringen. Und wir können sogar garantieren, dass da mindestens 5% in jeder Charge dann auch drin sind. Ja, also von daher kann ich da an der Stelle tatsächlich Entwarnung geben. Wir haben das sehr intensiv geprüft und nichts gefunden. Ich will natürlich nicht für alle AV-Algen sprechen, der See ist groß und gibt vielleicht verschiedene Stellen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wir haben davon eben nichts bestätigen können. Mhm. Und von daher waren wir dann sehr froh, auch das gefunden zu haben und haben es auch verwenden können. Dann. Also es klingt nach einem sehr hochwertigen Produkt, diese Urkraft. Ich habe sie auch zu Hause, aber das ist wirklich so ein richtig schönes, dunkles Pulver. Also das ist, und das kann man natürlich gut für Salate verwenden. Ich mache mir ja auch gerne immer so Gurkensalat, einfach Gurkenraspeln, Gurkenspaghetti und dann ursprünglich mache ich mir immer da gerne Chlorella oder Spirulina drüber und mit der Okra funktioniert das natürlich auch sehr gut. Das ist wirklich ein sehr potentes Pulver mit einem sehr angenehmen Geschmack. Ich habe noch ein extra Tipp, habe ich letztens rausgefunden, war mega lecker. Und zwar habe ich eine Gemüsesuppe, eine Gemüsebrühe angesetzt und habe dann nochmal am Schluss ein bisschen was von diesem Pulver rein, von diesem Urkraftpulver. Und es hat, ganz ehrlich, also mein erster Gedanke war sofort, das ist im Prinzip so eine europäische Miso-Suppe. Es hat wirklich was von Miso-Suppe. Europäisch stimmt ja eigentlich auch nicht, die Alge kommt ja eher aus Oregon. Phytoplankton allerdings aus Europa. Es hat irgendwie so einen typischen Miso-Charakter gekriegt dadurch. Das war total spannend. Also wer das mag, Miso-Suppen, damit wunderbar, total lecker. Ja, schön, freue ich mich natürlich, weil ich ja eure grünen Pulver sehr schätze, dass da wieder Neues dazugekommen ist und was ich auch schon jetzt mit großer Begeisterung teste. Dann kommen wir zu eurem zweiten neuen grünen Produkt, diesmal kein Pulver, sondern flüssiges Chlorophyll. Und genau. Ich habe das ja jetzt auch bei mir zu Hause stehen, das ist sehr, sehr interessant, also auch ein sehr hochpotentes Produkt und es wird ja aus der Alfalfa gewonnen. Und genau. Ich ja auch schon seit 20 Jahren total gern Alfalfa sprossen. Und mich würde mal interessieren, wie gewinnt ihr dieses flüssige Chlorophyll? Also wahrscheinlich nicht aus den Sprossen, sondern aus der richtigen Pflanze, oder? Der Pflanze, ja. Die schon richtig groß gewachsen ist. Ja. Also, wie gewinnt ihr das, genau? Ja, du brauchst ja eine gewisse Biomasse einfach, um da auch dann, weil das Chlorophyllanteil ist, raus zu extrahieren, ist natürlich, da brauchst du viel Masse und deswegen werden dann natürlich die Pflanzen, weil sonst wäre es auch zu teuer. Und am Schluss ist es auch nicht an der Stelle nicht entscheidend, ob es jetzt dann die Sprossen oder die Pflanzen sind. Die Pflanzen haben ja sogar eher noch mehr, weil da ja auch mehr Blätter und so weiter und dann das Blattgrün auch dann da ist. Genau, also es ist wirklich 100% reines, magnesiumhaltiges, kann man an der Stelle wirklich sagen, Chlorophyll. Das ist sowas von intensiv grün. Ich habe mir aus dem letzten Mal was daneben getropft auf die Hand. Ich hatte da wirklich einen Tag lang den grünen Fleck nicht mehr weggekriegt. Das ist so zum Färben auch, glaube ich, super gut. Ja, also wenn man vielleicht, gut, wer noch Eier isst oder so, muss da Eier machen will. Super Färbemittel, natürliche Art. Total spannend. Man kann es wirklich als Färbemittel nehmen. Das kriegst du nicht mehr raus. Es ist enthalten das Chlorophyllin. Das ist eigentlich der spannende Stoff an dem Chlorophyll. Und den haben wir zu über 99% darin enthalten. Also man kann wirklich sagen, es ist quasi 100% reines Chlorophyll. Und es wird eben durch ein auch wieder ein patentiertes oder ein sehr schonendes, innovatives, patentiertes Verfahren schonend extrahiert, sodass wir auch da wirklich Rohkostqualität haben. Ist ja an der Stelle super wichtig, damit wir eben auch die ganzen Enzyme und das Ganze noch eben am Leben erhalten. Und richtig spannend an der Stelle auch ohne den Einsatz von Alkohol, typischerweise nutzt man in der Naturheilkunde ja auch Alkohol, um Pflanzenessenzen rauszuziehen, sozusagen. Da kennt man ja diese Tinkturen typischerweise wirklich in der alten Naturheilkunde, nutzt man ja. Und durch dieses neue Verfahren schaffen wir es sogar ohne Alkohol. Und das fand ich total gut, weil da ist wirklich nichts drin, außer das Chlorophyll und ein bisschen Wasser. Und das fand ich total gut und findet auch unter strengen Bedingungen in Deutschland statt. Allerdings über dieses natürliche Verfahren kann ich jetzt nicht sagen. Das ist auch vom Partner, sage ich mal, so ein bisschen Firmengeheimnis. Da will er nicht viel drüber erzählen.
ja. Von daher kann ich jetzt gar nicht mehr viel groß dazu erzählen, aber es ist wirklich ein tolles Verfahren. Man sieht es ja anhand der Zutatenliste, dass da wirklich nichts drin ist, außer das Chlorophyll und das noch in Rohkostqualität. Toll. Also. Ich fand es auch spannend, eben aus Alfalfa, weil ich eben schon seit 20 Jahren Alfalfa ziehe und das sehr schätze. Wird ja auch Luzerne genannt. Ne? Das ist halt auch eine sehr potente Pflanze. Und eine Freundin von mir, die zieht sich auch Alfalfa im Garten. Also ich habe die Pflanze, ich kenne es ja schon, also viele Jahre lang nur als Sprosse und habe das dann auch mal live gesehen, wie so eine Pflanze in echt aussieht. Und habe mich dann total gefreut. Also ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Steht auch bei mir in der Küche. Mit in meinem grünen Spektrum, meinem grünen Repertoire an Pulvern oder grünen Produkten. Und wie würdest du jetzt dieses flüssige Chlorophyll empfehlen? Also für wen wäre das jetzt besonders gut geeignet? Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, beziehungsweise nochmal zurück zum Anfang. Du hattest es ja schon gesagt, ne? Wir haben ja beim Chlorophyll einfach das Thema, dass wir ja quasi das grüne Pflanzenblut sozusagen haben. Ne? Das unterscheidet sich ja zu dem menschlichen roten Blut nur durch dieses Zentralatom, was ja ein Magnesium ist, und beim menschlichen Blut ein Eisen. Von daher haben wir ja ganz starke Hinweise, dass es gut für die Blutbildung sein kann, Blutreinigung und so weiter. Also Leute, die damit ein Thema haben, absolut genial an der Stelle. Zusätzlich haben wir auch noch das Thema, dass der Sauerstofftransport verbessert wird an der Stelle, also auch durchs Blut wiederum. Ne? Also ist auch eine Eigenschaft vom Blut, dass im Prinzip der Sauerstoff transportiert wird. Also auch das wird dadurch dann positiv beeinflusst, sagt man. Wir haben noch einen Effekt auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja im Prinzip so die Kraftwerke in unseren Zellen, die auch für unseren Energiehaushalt und so weiter zuständig sind. Hat man wohl auch festgestellt, dass es da einen positiven Effekt hat. Aber auch logisch, weil die Mitochondrien auch viel Sauerstoff brauchen. Und wenn wir natürlich durch das verbesserte Blut, in Anführungszeichen, mehr Sauerstoff in die Zellen kriegen, ist logisch, dass dann auch natürlich die Mitochondrien besser arbeiten können. Die brauchen natürlich auch noch viele andere Vitalstoffe, aber Sauerstoff ist ein ganz wichtiger Faktor. Von daher, also sprich, das Energielevel kann uns positiv beeinflussen. Dann hattest du es am Anfang auch schon erwähnt, diese Entgiftungseigenschaft, ne? Also Chlorophyll ist ein Chelatbildner, man spricht davon von Chelatbildnern, also sprich, dass die eben die negativen Stoffe, die wir im System nicht haben wollen, binden können und dann über die Verdauung auch ausscheiden können. Oder auch freie Radikale zum Beispiel auch entschärft werden dadurch. Dann haben wir natürlich noch eben damit, dass wir es so in reiner Form vorliegen haben und ja auch anfangs schon gesagt haben, dass wir dann ein Magnesiumatom in der Mitte haben, ist es natürlich auch ein genialer Magnesiumlieferant, muss man auch sagen. Also vielleicht Leute, Sportler zum Beispiel, die vielleicht öfters unter Krämpfen in den Beinen leiden oder in den Waden, da vielleicht dann mal damit was probieren können, um eben einfach die Magnesiumversorgung auch ein bisschen zu verbessern. Magnesium hat große Effekte aufs Gehirn, das Nervensystem, Muskulatur, ne? Also in dem Bereich kann es positiv sein. Wir haben natürlich dadurch, dass es hochbasisch ist, einen positiven Effekt auf den Säurebasenhaushalt und auch aufs Immunsystem. Also auch das soll da gefördert werden, dann das Hautbild soll verbessert werden, Mundheilungsprozesse, hattest du auch schon kurz angesprochen, soll es verbessern. Ja, also es ist wirklich auch ein Feuerwerk an der Stelle an mannigfaltiger Wirkung. Ist total genial und ja, es wird im Prinzip in so einem kleinen Fläschchen geliefert mit einer Pipette dabei und dann kann man das zum Beispiel direkt ins Wasser geben. Auch da sieht es einfach ganz toll aus, wenn man da wirklich das mal in so ein Wasser reintröpfelt. Es gibt so eine richtig grüne Wolke, wichtig dann auch nochmal, dass man ein gutes Wasser an der Stelle hat. Vielleicht jetzt nicht das Wasserhahnwasser unbedingt, sondern ein gefiltertes Wasser vielleicht. Mhm. Sieht ganz toll aus. Also allein das ist schon ein Hingucker. Aber man kann das natürlich auch in der Küche verwenden. Beigabe zu Rezepten, Salaten und so weiter. Um es einfach nochmal, sag ich mal, jetzt vielleicht ein Kultursalat, der jetzt vielleicht nicht mehr die meisten Metallstoffe beinhaltet aus dem Supermarkt oder Bioladen schon besser, aber dass man den vielleicht noch ein bisschen anreichern kann einfach oder grüne Smoothies oder so, da kann man, glaube ich, viel mit spielen und einfach da mal nochmal ein bisschen mehr Metallstoffe reinbringen. Ja. Aber das ist so im Groben und Ganzen tatsächlich dieses faszinierende Produkt. Wie ist eure Dosierungsempfehlung für das flüssige Chlorophyll? Ein Tropfen am Tag oder es gibt ja meistens Dosierungsempfehlungen? Ja, ich müsste es jetzt nochmal, ich weiß auch nicht auswendig gerade, ich glaube, es sind 10 Tropfen oder so.
Okay, also das, ich werde das mal probieren im Wasser, das würde mich jetzt mal so interessieren. Auch den. Es sieht halt ganz toll aus, da musst du mal wirklich, da kann man, also es sieht so schön aus, kannst du vielleicht auch mal den Zuschauern zeigen oder so, es sieht ganz toll aus einfach. Man braucht ein gutes Wasser, habe ich schon fest, ich habe schon gehört von jemandem, der dann ein Hahnenwasser benutzt hat, ne, aus dem Wasserhahn, und da war es wohl dann nicht so mit den Wolken so schön, keine Ahnung, an was es liegt. Vielleicht werde ich das einfach mal mit hier einblenden, ein Video machen, und das werden wir hier sprechen, das kann man ja alles machen beim Video. Ja. Genau. Ja, da danke ich dir, lieber Fabian, für die Einblicke. War für mich auch nochmal spannend. Ich habe so die Produkte schon bei mir stehen. Eins, das O-Kraft verwende ich ja auch schon. War wieder mal sehr interessant, die Informationen dazu noch so ausführlich von dir erklärt zu bekommen. Und ich freue mich jetzt, meinen Zuschauern wieder eine besondere Aktion ankündigen zu dürfen. Lebenskraft pur stellt wieder einen 5% Rabattcode zur Verfügung für 5 Tage, ab jetzt für 5 Tage. Ihr findet nochmal das Datum, nochmal wie lang wirklich, von wann bis wann, den Link zu Lebenskraft pur und den Gutscheincode findet ihr unter dem Video beziehungsweise im ersten angeklickten Kommentar. Da freue ich mich natürlich. Und ja, ich kann euch nicht nur die beiden Produkte empfehlen, über die wir heute gesprochen haben, beziehungsweise Fabian, sondern auch überhaupt die ganzen grünen Pulver, die ich ja schon seit einigen Jahren, Grassaftpulver, 7 Kräuter hattest du angesprochen, dann das Silizium, ja. Wunderbar. Das Wildkräuterpulver, gerade jetzt im Winter, ist das wunderbar, wenn man ja nicht so viel frisches Wildgrün bekommt. Unser Hund bekommt wirklich auch jeden Morgen seit September Wildkräuterpulver und Futter. Also, und er ist sehr gesund und vital. Also ich kann wirklich, ich nutze viele Produkte von euch, vor allem die grünen Produkte, dann auch die Zahnpulver, Zahnkristalle, da sind meine Jungs ganz begeistert. Also es gibt viele tolle Produkte in eurem Shop und da bietet sich natürlich jetzt so ein 5% Rabattcode, so ein Gutschein einfach mal an, um einfach mal bei euch rumzustöbern und interessante Produkte in den Warenkorb zu packen. Ich danke dir sehr, lieber Fabian. Und ja, jetzt an die Zuschauer, vielleicht kennt ihr die Produkte schon, vielleicht habt ihr die auch schon getestet bei Lebenskraft pur. Ja, gerne eure Gedanken und Meinungen zu diesen Informationen. Würden euch die Produkte interessieren? Wir mögen ja auch gerne frische, grüne Lebensmittel. Ne? Das steht also gerade Wildpflanzen immer an erster Stelle. Aber ich finde, eure Produkte, die unterstützen das einfach gut. Oder gerade im Winter auf Reisen. Also mein Grassaftpulver habe ich auf Reisen eigentlich immer dabei. Immer ein Glas Grassaftpulver oder eben auch ein kleines Glas 7 Kräuter. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Für die Verdauung, also das, auch wenn man mal so Heißhungerattacken hat, das haben mir auch schon Menschen berichtet, dass sie da mit dem 7-Kräuter-Pulver da sehr gut durch den Tag kommen oder weniger essen, also das finde ich wirklich sehr faszinierend. Und ja, für mich gibt es aktuell an frischem Grün natürlich auch die Wildpflanzen, die es gerade gibt, und selbstbezogene grüne Sprossen, aber trotzdem mag ich nicht auf 7-Kräuter oder auf Grassaftpulver verzichten. Meine Jungs bekommen auch den grünen Saftkomplex regelmäßig oder Chlorella und Spirulina-Presslinge von euch, dann habt ihr auch Moringa, das gebe ich ihnen auch manchmal, und na, Zahnkristalle. Gut, die sind jetzt zwar nicht grün, aber das ist auch was meine Jungs wirklich regelmäßig verwenden. Und ja, ist eine gute Mischung, ne? Grün, das frische Grün nicht zu vergessen, und aber eben auch. Wäre vielleicht auch mal eine Idee mit den grünen Zahnkristallen. Ja, könntest du nicht mal grün, vielleicht mal Chlorophyll, zack. Genau. Auch mal interessant, ne? Was gibt es bei dir gerade aktuell an frischem Grün? Gibt es da gerade irgendeinen Favorit? Ja, also ich gehe auch gerade gern raus und finde, also Brennnessel ist so ein Klassiker für mich und natürlich Bärlauch gerade. Das ist für mich Ich liebe Bärlauch, ja, unbedingt. Das ist gerade mein absoluter Favorit, da kann nichts mithalten. Ich liebe die Bärlauchsaison. Das ist ja auch nur eine kurze Zeit und ich glaube, das ist getrockneter Bärlauch ist, glaube ich, auch in eurem Wildkräuterpulver drin, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich glaube, im Wildkräuter haben wir es drin. Ne? Genau, also das gibt es natürlich auch, gerade die frischen Wildkräuter wieder. Und ja. Genau, das war es aber jetzt erst nochmal von uns. Noch so ein kleiner Ausblick am Schluss, was wir gerade an frischen Grün schätzen. Ja, dann wünsche ich euch eine wundervolle Zeit, ihr lieben Zuschauer. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen aus den Informationen, die uns heute der Fabian präsentiert hat. Ich freue mich über Gedankenaustausch unter diesem Video. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Nochmal einen ganz herzlichen Dank an Fabian und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.